Willkommen zurück zu einer neuen Folge Lords of the Fallen. In der letzten Folge habe ich ja hier drüben in dieser Arena den Infiltrator bezwungen. Hier ist er rausgekrochen gekommen, dann haben wir ihn vernichtet und jetzt müssen wir drüben mit unserer charmanten Freundin reden. Was gibt's Neues? Oh, wow, ich muss zugeben, das war eindrucksvoll. Jede Menge Übung. Natürlich, und dass ich mich um diesen Kerl da gekümmert habe, war natürlich ein Kinderspiel. Den hätte ich auch noch geschafft. Die Beute gehört dem Sieger, also nehme ich mir das als Souvenir. Was machst du denn mit den ganzen Steintafeln? Du hast viel zu viele. Lass mich helfen. Die Beute gehört dem Sieger. Aber ich bin doch der Sieger. Na gut, nimm. Ja, bitte sehr. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Mach's gut und pass auf Schlangen auf. Okay, meine Belohnung, Erfahrungspunkte und ganz viele Splitter bekommen. Krach! Boah, habe ich eben gerade einen Herzinfarkt bekommen. Krug nicht töten, Rohak! Gib mir einen Grund, dich nicht augenblicklich zu töten. Hikra, Belohnung! Ich für die, Krag! Alles klar, Belohnung, damit hast du mich überzeugt. Belohnung? Wofür? Na los, rede weiter. Cracker, Rura, bringen, Schädel, Krack, Menschenschädel, Rohak, Belohnung. Gut, ich hab ein paar von den Dingern. Wozu brauchst du Menschenschädel? Medizin brauen, Krug, Schmerzen, Urag, aufhören, Krack, Schild geben. Rakun, Zauber auf Schild, Grog! Ich hab kein Wort verstanden, aber na gut. Mal sehen, was ich finden kann. Urik! Das sage ich auch jeden Morgen, wenn ich aus dem Bett rauskriechen muss. Aber ich will doch handeln, Moment. Bringen Schädel! Alles klar, ich bring Schädel. Nimm sie dir. Urik, viele Schädel! Brauchen mehr! Krach! Okay, mit dem hier können wir handeln und er will ganz, ganz viele Menschenschädel. Ich denke, damit können wir irgendwann mal dienen. Krack. Jetzt schauen wir erstmal. Also, hier ist ein Hebel. Ich denke, dieser Hebel ist eine Abkürzung. Weil, wie es scheint, müssen wir hier mal wieder zurück, wenn wir irgendwas mit den Schädeln machen wollen. Und hier kommt raus. Irgendwo hier drüben bei einer Spinne. Moment. Krach. Kollege, du bist ziemlich nervig. Krach. Ja, halt die Klappe. Was haben wir hier lesen? Okay, irgendwelche Schriftzeichen. Was genau bringen die mir? Oh, shit. Ein Tyrann. Okay, ein Tyrann. Moment, wir holen erstmal hier den Tyrann weg, indem ich mir seine verdammte Urne hole und sein verdammtes Tyrannenherz. Na, wo bist du, Tyrannenherz, Tyrannenherz? Ah, warte mal, ich weiß vielleicht, wo ich bin. Vielleicht bin ich hier schon wieder bei der Arena. Aber jetzt erstmal muss ich die verdammte Urne finden. Okay, hier unten ist keine. Nur ein bisschen Schrott. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg! Rolle machen! Okay, die muss doch hier in der Nähe sein. Normalerweise sind die Dinger immer in der Nähe. Alles klar, gehen wir mal noch eine Stufe höher. Ah, Mist. Und was will der jetzt? Oh, hier drüben, sehr gut versteckt. Also die Dinger verstecken sie wirklich immer besser. Da braucht man ein gutes Auge, um die zu finden. Und wenn du willst, darfst du jetzt sterben. Oh, komm, 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 komm. Erstmal hier weg. Und... What? Hat er mich getroffen? Wie denn das? Dieser Pisser. Hat der mich wirklich noch getroffen? Mittlerweile habe ich ja so viele Tränke. 11 Stück. Oh, komm. Also es muss hier eine Abkürzung geben. Und jetzt bin ich hier oben auf der anderen Seite. Gut.
Gut, die Ecke kennen wir. Also, eine kleine Abkürzung, wenn man zu dem Händler will. Jetzt ist halt die Frage, was kann man hier machen bei diesem Siegel? Da muss es ja auch irgendwann irgendwas geben. So viele Dinge, die wir irgendwann mal hier erledigen dürfen. Ich denke auch in dieser Arena, die wir gesehen haben, wird es irgendwann mal irgendwas geben. Aber ich habe doch ein paar von diesen Menschenschädeln. Die will er nicht. Er will mehr. Moment, wir schauen mal, wie viele habe ich denn? Ja, ja, halt die Klappe. Also, hier drüben. Die sind alle weg. Er hat sie alle genommen. Aber eine Belohnung habe ich dafür nicht bekommen. Merkwürdiger Typ. Ja! Mann! Nervig. Na, shit, eine Spinne! Okay, hier in der Ecke war ich auch schon. Das ist nämlich die andere Seite, wo der Stein... What?! Meine Fresse, was für eine derbe Scheiße. Kommt einfach so eine Spinne aus dem Nichts und schmeißt mich den Abgrund runter. Das war natürlich nett und die Seele müssen wir holen, denn ich habe ziemlich viele Erfahrungspunkte. Die können wir auf keinen Fall so liegen lassen. Wie gesagt, an der Stelle war ich schon. Das ist nämlich genau die andere Seite von der Kluft bei dem Kristall. Du mich auch. Gut, meine Seele. Ich finde den Typen hier ultra nervig. Okay, schnell die Seele mitnehmen und... Bams. Alles klar, ich kann sie nicht treffen aus irgendeinem Grund. Immer noch nicht. Jetzt komm hier rüber. Wisst ihr noch damals die erste Spinne, wie extrem schwierig die war? Und wie locker die hier ist. Aber hier war ja noch eine. Moment, meine Erfahrung habe ich wieder gut. Also, wo ist die andere Spinne? Hier drüben auf der Seite. Und die hat mich in den Abgrund geschleudert. Allein deswegen musst du bluten. Du hässliches Mistvieh. So. Gut, dann nehmen wir diesen Weg hier zurück. Denn ich habe noch was anderes, was ich erledigen will. Und zwar muss ich ganz, ganz schnell noch hier drüben zu dem Kristall. Ist auch noch ganz wichtig, dass wir das ganz schnell hier noch abschließen. Das ist ja easy. Einfach nur hier die Truhen drin. Ohne großes Theater, ohne Gegnerhorden. Heiltrank. Komm schon, eine neue Waffe, eine neue Waffe, eine neue Waffe. Eine kleine Rune. Ach komm, hier muss es doch was Gutes geben. Und jede Menge Splitter. Also die Belohnung hier drin war jetzt nicht so Premium. Was mich allgemein so ein bisschen ärgert hier, ist, dass man so viele Waffen für Stärke und Glauben findet, aber sehr, sehr wenig eigentlich für Geschicklichkeit. Bis jetzt hatte ich vielleicht 5 Waffen, höchstens, wirklich höchstens 5 für Geschicklichkeit und locker 10 Stück für Stärke und 6 für Glauben. Glauben ist auch nicht so besonders viel, den gebe ich zu, aber so in der Relation... Moment, hier drüben war ich doch auch noch nicht. Die Tür ist doch neu. Ist Stärke halt sehr dominant hier. Man findet ganz, ganz viele Sachen mit Stärke. Und nur ganz, ganz wenig mit Geschicklichkeit und Glauben. Und Geschicklichkeit wirklich halt am allerseltensten. Was schon sehr ärgerlich ist. Besonders, wenn man vergiftet wird. Nein, besonders, wenn man natürlich Geschicklichkeit spielt. So, auf einmal kommen die Spinnen hier wieder. Also hätte ich sowas gewusst, dass Geschicklichkeit nur so eine geringe Rolle spielt. Mächtiger Antanas, ich habe soeben eine uralte Nachricht gefunden, welche die womöglich kühnste Schöpfung der Roga beschreibt. Sie ist größer als alle Herrscher.
verfügt über eine ungerade Anzahl an Gliedmaßen. Ihr verderbtes Fleisch ist mit Waffen vermischt. Und es steht etwas über Unverletzlichkeit oder Heilung. Ja, die Dinger kennen wir bereits. Und wir haben eine Panzerung gefunden, auch wieder schwer. Genauso wie die Panzerung. Man findet so viel schwer und mittel. Obwohl, da geht's relativ noch. Das ist noch relativ ausgewogen. Aber bei den Waffen ist es halt wirklich sehr, sehr unschön verteilt. Hätte ich halt das gewusst, dass Stärke, was die Waffen angeht, so eine große Rolle spielt, hätte ich vielleicht nicht Geschicklichkeit gewählt. Weil ich finde, es müsste eigentlich schon relativ fair verteilt sein. Ist doch irgendwie doof, wenn man ganz viele Sachen für Stärke findet, die richtig derbe geil aussehen und man selber sie gar nicht spielen kann, weil man eben nicht die Skillung dafür erfüllt. Nicht wahr, Kumpel? Du ärgerst dich auch. Ah, der kleine Schildheini. Die bringen auch nicht mal mehr Erfahrungspunkte, die Dinger. Aber die hier gehen noch, deswegen hole ich die noch weg. Denn mittlerweile, die Skills sind auch sehr teuer geworden. Ähnlich wie in Dark Souls und Demon Souls. Am Anfang noch recht billig. Aber dann muss man schon sehr, sehr viel Erfahrung farmen gehen, um weiterzukommen. Wow, 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 wow. Ja. Easy, Bro. Ganz easy. Ich meine, selbst die haben, glaube ich, mal 1500 eingespielt. Jetzt gerade noch 700 mit Multiplikator. Ach ja, die Truhe hier drüben. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich hier rankomme. Es kann sein, dass wir sie später bekommen, wenn wir hier nochmal herkommen. Denn hier drüben auf der anderen Seite ist ja auch wieder so ein Siegel. Also man sieht, der Ort hier ist noch nicht beendet. Irgendwann werden wir hier wieder hingehen müssen und ich denke, dann können wir hier 100% machen. Aber jetzt geht's erstmal wieder zurück in die alte Welt. Oh shit. Oh shit. Bams, bams, bams. Oh Gott. Holy crap. Oh, schon wieder die Nummer. Da kannst du nicht mal blocken. Scheiß auf die Flammen. Ich bin Mixermann, ich hol alles weg. Blocken, verteidigen, ist was für Pussys. Ich sagte, blocken und verteidigen ist was für Pussys. Aber ich finde, mittlerweile kann ich hier relativ gemütlich durchspazieren. Was ist denn hier schon wieder los? Schnell! Was macht ihr hier? Wir haben diese leuchtende Tür gesehen, als wir vor den Roger geflohen sind und sind hineingesprungen. Könnte es noch schlimmer kommen? Wir können nicht zurück und der Hauptmann, er vergibt uns niemals. Wir sitzen fest. Ihr seid davongelaufen. So wie es Feiglinge tun. Es waren zu viele und wir mussten fliehen. Was ist mit denen da passiert? Hier wimmelt es von diesen Ungeheuern. Sie haben ihn erwischt. Wenn er keine Medizin bekommt, dann ist es aus mit ihm. Bitte, du hast doch bestimmt einen Heiltrank übrig. Ah, Moment. Dann habe ich aber einen weniger. Denn soweit ich weiß, wir verlieren die Dinger. Ja. Das sollte erst einmal helfen. Und wo ist meine Belohnung dafür? Ihr verschwindet besser. Wir waren auf dem Weg zum Turm bei der Brücke, dem auf der rechten Seite. Wir wollten uns da verstecken, aber ein mächtiger Dämon bewacht den Turm. What? Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Oh nein, 500 Erfahrungspunkte. Ohne Scheiß, euer Ernst. Dafür habe ich einen Heiltrank hergegeben. Wir reden hier nicht von irgendeinem Pille-Palle-Kinderscheiß, sondern von einem goldenen Heiltrank. Das ist Abzocke, oder? Das ist wirklich knallharte Abzocke, denn der ist weg.
Ja, 11. Ich hatte 12. Ist nicht so, dass die irgendwie einen leeren oder sowas. Nee. Der ist weg. Für immer und ewig. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir hier den Trank gespart. Na gut. Jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Aber vielleicht kann ich den hier von hinten wegholen. Nein, kann ich nicht. Kleines, unbedeutendes Mistvieh. Mein wunderschöner Trank. Es tut mir in der Seele weh. Oh! Die Dinger beißen auch nur noch zu. Was anderes machen die nicht mehr. Lass deine Griffel unten. Was haben wir hier drüben? One hit down. Und weil ich eben hier in der Nähe bin, mache ich noch den hier. Gut. Also, ein Dämon an der Brücke, haben sie gesagt. Da bin ich ja mal gespannt. Wir sind voll mit Heiltränken und schauen mal, was da drüben auf uns wartet. Hast du vielleicht das hier gesucht? Nein. Genau genommen hat es nach mir gesucht. Und jetzt hat es mich gefunden. Kann mir das helfen, durch die Dimensionen zu reisen? Nein, aber mir. Ich werde zugegen sein, wenn du meine Hilfe mit deinen Runen brauchst. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen uns hier mal so eine große... Also, je mehr ich da reinstecke, umso höher ist die Chance auf eine bessere Rune. Enttäusche mich nicht. Naja. Gut, wir machen noch eine. Makellos. Das ist schon viel besser. Ja, sowas will ich hier lesen. Eine makellose und eine makellose. Gut. Die kleinen billigen hier, die sparen wir uns. Moment. Ach, der ist jetzt weg, der Kollege. Ah, ein Wiedersehen. Ah, jetzt kann ich wohl an jeden Amboss hin und dann gehe ich irgendwie in seine Dimension rein. Das ist cool gelöst, denn so kann ich öfters Runen schmieden. Was für ein cooler Hammer. Was für ein verflucht cooler Hammer. Doch es bringt nichts. Der ist zu schwach. Gut. Ich will mir ganz schnell hier noch die Runen ansehen und dann machen wir weiter hier. Also, makellos. Angriffskraft, hier drüben Attributskalierung, Energieverlust durch Blocken, Ausrüstungskapazität, der Feuerschaden. In meine Klauen hier haben wir so eine gewöhnliche Kraftruhe, Rune. Machen wir sowas rein. Und in meine Schuhe, was habe ich denn in meinen Schuhen drin? Eine höhere Magierune. Was habe ich hier drin? Auch eine Magierune. Wir können auch hier was in den Handschuh. Da mache ich mal Feuer. Denn damit setze ich Gegner in Brand. Klingt auf jeden Fall sehr verlockend. Und der Schuss hier sieht anders aus. Gut. Dann weiter geht's.